toll, wäre ich mal, das ist das, was ich sagte, ne? Da, wo du hergegangen bist, da war es, glaube ich, echt besser gewesen. Da war es richtig gewesen. Ich sehe hier nichts, wo ich dran gehen könnte. Hier sind überall Überhänge. Tja, zur Not muss ich jetzt echt nochmal was runter. Die Hornisse, die hat's natürlich gut, ne? Ja, die kann fliegen. Kannst du nicht mit deinem Hanggleiter hochfliegen? Alter, warum sagst du mir das denn nicht? Mach ich doch gerade. Nee, hoch nicht. Nein, jetzt bin ich abgestürzt. Ich bin an der Wand und ich bin tot. Das hat ja schon mal sehr gut geklappt. So, pass mal auf. Ja, ich passe auf. Ich komme jetzt erstmal in deine Nähe, wenn ich jetzt wüsste, wo du hergegangen bist. Ja, das Problem ist, ich kann mit dem Hanggleiter nicht nach oben fliegen. Also ich kann wohl meine Position halten, ne? Hm. Oder eben halt ne, etwas leicht nach unten. Hm. Alter, da hinten stehst du. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier am besten verfahre. Ich habe keine Ahnung, ob das hier gerade sinnvoll ist, was ich mache. Ich glaube, ich muss hier hinten weiterhin. Hier sind nämlich überall Überhänge. Wenn ich wüsste, von wo aus du gestartet bist und wo ich auch vorhin war. Ja, das kann ich dir auch nicht mehr sagen. Ich bin einfach weiter gehüppelt und geklettert. Ich bin jetzt gerade übrigens über diese dicken Viecher, ne, drüber hinweggeflogen. Aha. Das war jetzt echt von Vorteil gewesen. Alter. Boah, diese ganzen Überhänge. Wo soll ich denn nur hin? Wo soll ich denn nur hin? Ich bin ja auch irgendwo von links angefangen und dann bin ich immer weiter rechts rüber. Es muss doch mal zu schaffen sein, Mann. Ja, ist es doch. Ich stehe doch oben. Ja. Ja. Und wenn ich das schon kann, musst du doch auch hochkommen können. Ja, wenn man wüsste... Ach du Scheiße. Und Terrier plus 2, da darf ich gar nicht hin. Scheiße, ich muss hier hoch. Da werde ich schon wieder angegriffen. Ja. Alter, ich weiß nicht, wo der Anfang ist. Irgendwo anfangen und dann weiter, immer weiter. Da musst du auch mal nach rechts und nach links hüpfen. Oh, ich gehe jetzt einfach hier mal hoch. So, einfach mal hier so hoch. Ich mach mal Licht an. Alter, ich werde hier schon wieder angegriffen. Kann doch nichts sein. Terrier Stufe plus 2. Das ja. Sind die, die man sein lassen sollte mit Plus dahinter. Mach ihn aber tot. Den krieg ich. Ich hab'n. Ja? Cool. Ich hab'n. Scheiße, wie gehe ich da weiter hoch? Obwohl da könnte was gehen. Mhm. Ja. Alter, die Gefahr ist nur, dass du, wenn man nochmal runterrutscht, ey. Na komm schon. Das sieht besser aus. Das sieht, da oben sehe ich schon grün, da oben sehe ich grün, da oben sehe ich grün. Ja, das ist gut. Jetzt komm endlich. Uah. Sollen wir eben aufladen wieder hier? Das musste ich zwischendurch auch. Also ganz ehrlich, ne? Hätten wir das nicht geskillt, Climbing auf 5, ne? Könnten wir uns das hier sowieso abschminken, ne? Wahrscheinlich. Das wäre dann überhaupt nicht gegangen. Und wenn du hier oben bist, dann kann ich dir gleich sagen, tada, Feinde über Feinde über Feinde über Alter, Feinde. Ich bin gleich oben. Ah, du bist an mir vorbeigehüpft. Ja, bloß hier hinterm Baum bleiben. Ja, bloß deswegen hinterm stehe Baum ich bleiben. Hier. Und trinken, pupinken. Alter, wie ärgerlich ist das? Wir werden bestimmt nicht hier wieder spawnen, ne? Nein, wahrscheinlich nicht. Alter, ist das ärgerlich, wenn wir dann sterben. Ja, und hier sind so viele Feinde. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen ist da hinten links irgendwas Dickes beim Feuer. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich hier schon sowas rumlaufen sehen wie eine Rieseneidechse.
Das könnte dann der Endgegner sein. Wenn du eine Map hättest, würdest du das sogar sehen können, ja, oben rechts in der Map. Kopf. Genau, das ist der Endgegner. Und das soll richtig viel XP geben, ne? Und der, ich schätze, der Endgegner steht wahrscheinlich da hinten beim Feuer, weil da steht irgendwas. Keine Ahnung. Das kann sein. Du, pass auf, wir müssen jetzt nur aufpassen. Wir müssen strategisch vorgehen, dass wir möglichst die einzelnen Typen rausziehen. Mhm. Also ne, nicht bei den anderen, ne, alle in einem Haufen kämpfen, sondern dass wir immer möglichst einen rauslocken, ein bisschen dahin rennen, wo keine anderen sind und die da töten. Jo, schöne Theorie. Theorie, so, pass auf, mach dich bereit. Und nicht hier so dicht am Rand, ne? Wir müssen mal gucken, wo wir hier welche rausziehen können. Wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Ja, ich bin ja da. Also hier ist eigentlich jetzt einiges an freier Fläche. Oh, Ork plus zwei? Leck mich am Arsch. So, wir bleiben mal eben hier stehen. Ich versuche jetzt gleich, wenn es günstig ist, einen davon hier hinzulocken. Also du kannst direkt hier bleiben. Jetzt bleiben die da hinten. Scheiße. Ne, komm, dann gehen wir doch lieber hier hinten weiter her. Oh, ein Lager, ein Lager, ein Lager, ein Lager. Geil. Hinter dir läuft ein Hund. Super. Oder auch nicht. Den machen wir jetzt kalt. Geil. Den haben wir. Den haben wir. Ich lege mich mal kurz hin. Ja. Du hältst bitte Ausschau. Und wenn was kommt, machst du nicht sondern sag's eben. Ja, du weißt doch jetzt, dass es Hilfe heißt. Leg dich ganz kurz hin, schnell. Und dann gucken wir mal. Das ist garantiert der da hinten am Feuer sitzt. So, nur nicht zu lange, ne? Jetzt ist echt die Frage, was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Ich traue mich auch nicht. Bleib hier, bleib hier. Ja, ich bleib hier. Ich guck mal, ob ich irgendjemanden anlocken kann. So, den Ork plus zwei. Ne, der haut wieder ab. Bleib da hinten. Komm, ich hol hier den hier ran. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Drauf. Ich bin tot. Scheiße, ich auch. Na toll, und wo sind wir jetzt gespawnt? Wir sind wieder unten am Berg. Scheiß die Wand an. Ja. Das war mir schon klar gewesen, aber weißt du, da sind viele plus Zweier gewesen. Aua. Und so wie ich mich mal schlau gemacht habe, sollten wir da jetzt gar nicht weiter Zeit investieren, weil das zu ineffektiv ist. Die sind einfach zu stark. Gut, dann weiter. Genau, so, ich guck mal auf die Karte, weil, ne, das habe ich, wie gesagt, da mich auch schlau gemacht. Da sollte man sich dann echt nicht mit aufhalten, weil das einfach zu heftig ist. So, Gazel City, da gehen wir aber nicht nochmal hin, da waren wir ja schon. Wir gehen einfach Südost in der Hoffnung, dass dann natürlich dann später eine andere Stadt noch erscheint, ne? Jo. Gut, dann würde ich sagen, unser üblicher Kurs Südost. Und los geht's. Weiter in ein neues Abenteuer, in eine neue Gegend, wo wir noch nie zuvor gewesen sind. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir können hier Tieren auf die Mütze hauen. Und das ist natürlich auch plus zwei. Da. Aber die gingen, ne? Die gingen. Obwohl plus zwei stand. Da ist noch so ein grünes Viech. Ja, aber das Blöde ist eben halt, guck mal, wenn wir da oben sterben, ne? Ja. Wir müssten jedes Mal neu anfangen und das ist einfach albern. Weil das dauert ja eine Zeit lang, bis du da oben angekommen bist. Jetzt lass mir mal den Ginseng ausnahmsweise. Ach man. So, das dauert ja eine Zeit lang, bis du da angekommen bist. Und dann jedes Mal auch den Weg wieder finden, ne? Das steht in keinem Verhältnis. Was ich natürlich mich auch mal so schlau gelesen hatte, ist natürlich, was war das? Achso. Baumwolle.
war natürlich, dass man am Anfang erstmal in seinem Startbiom richtig rumleveln sollte. Mhm. Das heißt, anscheinend, also ob es stimmt, weiß ich natürlich nicht, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Also anscheinend scheinen dann auch so die Quests und auch die Gegner im Startbiom. Hier, Elf. Boah, die trinkt. Okay, die haben wir. Boah, hast du auch wieder trinken sehen? Ja, das hat was die aber nichts genutzt. Nein, sie ist tot. Was ich sagen wollte, im Startbiom scheinen dann also die Quests und auch die Gegner leichter zu sein. Aha. Und jetzt machen wir natürlich genau das Verkehrte. Wir gehen natürlich immer weiter weg und immer weiter weg. Und ja, da kriegen wir natürlich jetzt hier auch dementsprechend die Gegner vorgesetzt. Aber das können wir ja jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, wir machen einfach weiter so, ne? Ja, sicher. Zwiebeln! Wo denn noch? Weiß nicht, ich hau nicht. Wer kämpft denn hier? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Na gut, Südost. Und das finde ich jetzt hier auch wieder so richtig spannend. Oh, jetzt kann ich auch keine Pilze mehr nehmen. Aha. Da hinten sind noch mehr von denen. Was ich sagen wollte, hier finde ich jetzt auch spannend, ne? So neue Gegenden erkunden. Das mache ich auch in Minecraft immer ganz gerne. Weil du weißt ja nie, was kommt als nächstes, ne? Ja. Und das finde ich richtig geil. Die haben wir, ne? Jetzt muss ich aber erstmal Trinki machen. Ich habe auf Heiltränke jetzt gerade, deswegen ging das so schnell. Ach so. Warte mal, das ändere ich mal. Die Heiltränke sind mir ein bisschen zu schade. Was nehme ich denn jetzt hier? Pumpkin Muffin plus 24 plus 20 und hier habe ich Pinnacle, also mit plus 34. An diese Mushroom-Dinger bringen auch richtig viel. Mhm. So, jetzt habe ich die Ananascheiben mit plus 34. Ich nehme mal Pumpkin Muffin. Gut. So, sollen wir weiter? Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Ach ja, da haben wir wieder welche. Und volles Programm. Alter, aber die sind machbar. Die sind machbar, wenn ich tot bin. Ja, ich bin tot. Ja, dann kommst du jetzt hier zu mir raus. Super, dann können wir auch gleich hier weiterlaufen. Ja, die waren dann doch ein bisschen zu stark, ne? Ja. Blip, 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 blip. Wie ich hörte, konntest du noch was einsammeln? Ja. Ja, aber wie gesagt, was ich mal vor Millionen Jahren sagen wollte, wie gesagt, das finde ich geil. So dieses Erkunden, das ist das, was ich richtig geil finde. Und das reizt mich auch immer an Minecraft, wenn man da einfach mal so irgendwo in Gebiete vordringt, ne, wo man noch nicht gewesen war. Ist alles eine Wundertüte. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Irgendwie habe ich hier was gesehen. Oder auch nicht. Südost. Wir gehen mal hier oben her. Da hinten sind auf jeden Fall auch nochmal Feinde. Oder? Man weiß es nicht. Vielleicht sind sie auch blau. Sind aber auch Berge ja, hier. Ja, sind blau. Oh, warte mal. Ich guck nochmal eben hier. Ist hier eine Schlucht oder was? Nee, leider nicht. Schade, Popade. Ein Schäfchen. Komm, wir nehmen alles mit. Ne? Ja. XP ist XP, ne? Ja. So, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Natürlich manchmal auch mal nach links und rechts gucken. Wie gehabt, dass wir was Neues entdecken. Na gut, aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir an dem Berg hochgehen konnten, ne? Ja. Bitter, komm, den nehmen wir mit. Auch wenn ich teilweise nicht viel sehe.
Den nehmen wir trotzdem mit. So, alles klar, der ist auch besiegt worden. Jawoll. Hier lang. Guck mal, da hinten im Wald sind Hänsel und Gretel. Ja, du mich auch. Und die Hexe kommt gleich auch um die Ecke. Meins, meins, nein, die ist hinter mir. Die Hexe ist hinter mir. Jetzt vor mir. Oh, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Ein Peacock, Peacock. Stopp mal eben. Nix machen, nix machen. Ich versuch nochmal eben was. Ja. Ach nee, dann verliere ich wieder die Level, ne? Ja. Ach komm, hier. Peacock. Okay.